Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Quizfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Spielerduell. Bitte begrüßen Sie Ihren Moderator, Martin Harnik. Herzlich willkommen zum Spielerduell. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich über diesen beiden Klasse-Teams. Bevor wir zu den Regeln kommen, stellen sich die beiden aber nochmal vor. Ich bin der Füller und ich fülle die Lücke. Ich bin der Eddie und heute pribbelt's richtig. Hier bin ich der Pippi und wir sind neu, aber wir lassen euch alt aussehen. Ich bin der Bruno und das Ganze wird ein Riesenspaß. Kommen wir zu den Regeln. Wir haben 2796 Spieler gefragt und die Jungs müssen die Antworten erraten. Insgesamt gibt es 5 Runden. Ladies and Gentlemen, in den ersten 4 Runden suchen wir immer nur die Top-Antwort. In der 5. und entscheidenden Runde die 3 häufigsten Antworten. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wird eine falsche Antwort gegeben, ertönt dieses Geräusch. Dann hat die andere Mannschaft die Möglichkeit, sich den Punkt zu sichern. Wir spielen so lange, bis die richtige Antwort gegeben ist und dieses Geräusch ertönt. Am Schluss gewinnt das Team, das nach 5 Runden die meisten Punkte hat. Ich denke, die Regeln sind klar. Die Teams haben schon ausgelost, wer beginnen darf. Eddie und Fülle haben den Vorrang. Beginnen wir direkt mit Runde 1. 2796 Spieler haben wir gefragt. Wer im Team von Hannover 96 braucht am längsten, um sich die Haare zu machen? Ein Selbstläufer, denke ich. Eine Antwort wäre cool bei dem Spiel. Wir denken, es ist der Matze. Jawohl! Wow. So. Kommen wir zur Runde 2. Die beiden Neuen dürfen sich beweisen. 2796 Spieler wurden gefragt. Wer bei Hannover 96 hat die strammsten Waden? Olli Sorg. Bravo! Ganz klare Geschichte. Der Spielstand, ihr habt aufgepasst. Natürlich jetzt 1-1. Kommen wir zur Runde 3. 2796 Spieler haben wir gefragt. Zu welchem Team würdet ihr niemals wechseln? Braunschweig. Okay, das ist richtig. Bist du der Derby-Held? Ich bin's. Ich wusste dich, ich kenne dich irgendwo her. Alles klar. Kommen wir zur Runde 4. Pipi und Bruno, ihr müsst nachziehen. Spielstand 2-1. 2796 Spieler haben wir gefragt. Wer im Team von Hannover 96 hängt am meisten am Handy? Hast du in die Karten geguckt? Nee. Okay. Das Mikro liegt auf dem Tisch. Zeit. Salif. Bravo! Gibt's ja nicht. Frisch dabei und schon alles durchschaut. Perfekt. Spielstand 2-2. Spannender kann es nicht sein. Kommen wir zur letzten und entscheidenden Runde 5. In dieser Runde ist es so, dass nicht die meisten Antworten gewinnen, sondern die letzte Antwort gewinnt. Sprich, das letzte Tor entscheidet. Auf geht's. Fülle und Eddie, ihr habt den Vorrang. Wenn ihr die Antwort richtig nennt, dürft ihr weitermachen. Nur bei falscher Antwort wird gewechselt. Wir haben 2796 Spieler gefragt, auf welches Duell freust du dich in dieser Saison am meisten? Ja, sind dann schon 3 Antworten, die man da noch geben kann. Borussia Dortmund. Sehr gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Das Ding ist noch nicht durch. Wir haben keine Zeit. FC Bayern München. Bravo! Ja, jetzt natürlich.
alles nichts wert, wenn ihr jetzt falsch antwortet, weil ich glaube, die beiden neben mir sind brandheiß. Ganz schwere Kiste, aber wir müssen auf Schalke 04 tippen. Oh. Das ist falsch. Eure Chance. Finaleinzug zum Greifen nah. Ihr kennt euch aus? Schwierig. Keiner kennt die Liga so gut wie ihr. Köln? Was soll Köln? Hamburger SV. Bravo! Finale! Damit haben wir den Finalgegner für Olli und Schauni gefunden. Eddie und Fülle werden nach dem Titel greifen. Es wird spannend und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Fülle ist voll da. Ich bin der Bruno und das Ganze ist ein Riesenspaß. Ey, warum denn? Bist du der Derby-Held? Ich bin's. Ich wusste nicht, ich kenne dich irgendwo her. Ich bin der Bruno und das Ganze wird ein Riesenspaß. Was soll Köln? Ich bin der Niklas und ich fülle die Lücke. Pipi, sag bitte Pipi. Pipi. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, abonniert unseren Channel und schaut einfach mal wieder rein bei 96TV.